Wir sind in Niederösterreich in der schönen Wachau. Am linken Donauufer befindet sich der beschauliche Ort Axbach-Markt. Hier lebt und arbeitet Michael Hirschmann, vom Beruf professioneller Erfinder. Gemeinsam mit seiner Frau Jun Ling hat er einen Kugelschreiber erfunden, der seit 2012 patentiert ist. Das bedeutet, dass die Erfindung rechtlich vor Nachahmung geschützt ist. Das ist der Shayu, der mechanische Kugelschreiber ohne Mechanismus. Wir haben nur zwei Bauteile, den Schaft, den Schreibgriffel und die Mähne. Und so funktioniert's. Drücken, schieben, raus kommt die Mähne. Drücken, schieben, weg ist sie wieder. Ist ganz einfach, wenn man einmal weiß, wie es geht. Im Gegensatz bei den anderen Kugelschreibern druckt man, aber es ist im Prinzip nicht schwieriger, es ist nicht kompliziert, es ist nur anders. Und schütteln, das ist eine Zusatzfunktion, das hat normalerweise kein anderer Kugelschreiber, dass er zwei Funktionen hat. Da haben wir schieben oder alternativ schütteln. Ich habe mir gesagt, bei der Entwicklung von dem Ding, wie muss der Kugelschreiber des 21. Jahrhunderts ausschauen? Ich würde sagen, er muss so ausschauen. Herr Hirschmann hat bereits 100.000 Euro in den Shayu investiert. 1.500 Stück davon hat er verkauft, wobei ein Shayu 5 Euro im Handel kostet. Namensgeberin für die Erfindung ist übrigens Gattin Jun Ling, die ursprünglich aus China kommt. Schau, so sieht man der Shayu. Das ist ein Kiemen von Haifisch. Und die Form sieht auch wie Haifisch. Und also Shayu bedeutet Haifisch auf Chinesisch, oder? Ja, das heißt Shayu. Also es ist von mir schon konzipiert, dass ein Welterfolg wird. Wie schon erwähnt, das ist eine raffiniert neue Idee. Man kann nicht nur schreiben, man kann noch einige andere Sachen auch machen, wie zum Beispiel Fingernägel putzen. Machen wir noch auf dreckigen Fingernagel da, das kann man ganz hervorragend. Oder, wenn man wo nicht hinkommt, kratzen. Wir befinden uns am Geisberg, dem Hausberg der Stadt Salzburg, knapp 1300 Meter über dem Meeresspiegel. Hier im alpinen Gelände testet der abenteuerlustige Tom Schweiger seine neueste Erfindung. Das ist meine Erfindung. Es ist nicht das Mountainbike, sondern ein Faltmechanismus, der mir in dem Fall ermöglicht, das Mountainbike ohne Werkzeug auf wirklich ein kleines Maß zusammenzupacken, sodass ich es immer und überall eigentlich dabei haben kann. Wie heißt denn Ihre Erfindung? Ja, das haben wir noch so hin und her gerissen. Wirklich einen Namen haben wir noch keinen dafür. Gibt es etwas Vergleichbares am Markt? Also uns ist am Markt nichts Vergleichbares bekannt. Das ist unseres Wissens eine Weltneuheit. Seit 5 Jahren arbeitet Tom Schweiger bereits an seiner Erfindung. Er möchte uns zeigen, wie einfach seine Konstruktion ist. Als erstes nehme ich mal das vordere Laufrad ab. Ja, das ist allerdings ganz normales Standard-Steckachse. Dasselbe mache ich mit dem Hinterrad. Da ist immer wichtig, dass hinten am untersten Kettenblatt die Ketten ist. Ich baue mal da einen Schnellspanner. Einmal da. Dann ist so der Sattel, ist mehr oder weniger so der Sicherheitsbolzen, der das ganze System versperrt. Für das Zusammenklappen des Fahrrads brauchen geübte Finger lediglich 60 bis 90 Sekunden, meint zumindest der Erfinder. Und so fällt sich der Mechanismus dann in sich auf ein sehr kleines Backmaß zusammen. Der Unterschied von einem gewöhnlichen Klapprad, das ich natürlich auch da in den Kofferraum bringe, und meine Erfindung ist, mit einem herkömmlichen Klapprad kann ich nicht ins Gelände fahren. Mit dem, also vollwertiges Mountainbike, das hat, wie man sieht, jetzt ganz, ganz leicht in dem Kofferraum Platz. Seit 2018 ist Toms Erfindung patentiert. Ein erteiltes Patent gilt im Allgemeinen 20 Jahre. In Toms Werkstatt wartet bereits seine Familie auf ihn. Lebensgefährtin Karina und das 8 Monate alte Töchterchen Hayley. Hi, die Papiere, du. Und, wie war's? Das war geil. Fahrt sie wirklich gut. Bin eigentlich. Wo bist du jetzt gefahren? Gasberg bist du irgendwann. Genau, im Gasberg aber. Ja. Cool. Ja, wie kommt der vor, von vorn her jetzt an sich? Na, wie gesagt, also vorn tut sie sich wirklich gut.
Mir ist aufgefallen beim Falten. Ein paar Lagerspiele können noch nachgearbeitet. Aber sonst bin ich wirklich zufrieden, muss ich sagen. Wer wie Tom Schweiger seine Erfindung patentieren lassen will, muss ins österreichische Patentamt, welches sich in Wien befindet. Pressesprecher Christian Laufer ist Experte, was Patente und Schutzrechte jeglicher Art angeht. Also das Patentamt hilft allen kreativen Menschen, ihre Ideen zu sichern, wenn sie mit der Innovation ins Geschäft kommen möchten. Aber zunächst muss man unterscheiden, um welche Art von Idee es sich handelt. Wenn Sie etwas Technisches erfunden haben, dann können Sie das durch ein Patent schützen lassen. Voraussetzung für ein Patent ist allerdings Neuheit. Und im Falle des Patentschutzes heißt das weltweite Neuheit. Wenn Sie ein Logo kreiert haben oder eine Marke entworfen, dann können Sie das durch eine registrierte Marke schützen lassen. Und wenn Sie das Aussehen, die Form einer Erfindung schützen lassen wollen, dann können Sie das mit dem Designschutz machen. Die heiligen Hallen des Patentamts. Hier werden neben wertvollen und antiken Büchern auch alle historischen Patentschriften aufbewahrt. So auch das allererste Patent Österreichs. Ja, also wir haben hier Patentschrift Nummer 1, erteilt im Jahr 1899. Das ist das Gründungsjahr des österreichischen Patentamtes. Und zwar wurde es erteilt an Herrn Robert Bartelmus in Brünn. Und im Prinzip ist das eine Weiterentwicklung der Bogenlichtlampe. Alle Erfindungen vor 1899, als es noch keine Patente im heutigen Sinne gab, wurden durch sogenannte Privilegien geschützt. Ein ganz besonders süßes Privileg ging in die Geschichte ein. Ja, wir haben hier ein Privileg aus 1843. Und zwar ist es das Privileg für den Herrn Jakob Rath, der als Erfinder des Würfelzuckers gilt. Wir haben hier ein Bild dieser Zuckerpresse. Sie sehen das hier ganz schön. Das ist eben diese Presse. Das ist ein österreichischer Erfinder. Man sagt ja heute noch Wiener Würfelzucker dazu, weil der Herr Rath das in der Nähe von Wien erfunden hat. Wir sind zurück in Axbach-Markt bei Erfinder Michael Hirschmann. Der 56-Jährige lebt gemeinsam mit seiner Frau und seinen Eltern in einem sehr großzügig angelegten Haus. Den heutigen Einkauf bringt er nicht ganz ohne erfinderische Hintergedanken mit. Jüngling, Mutti, wo seid's denn? Jüngling, Mutti. Keiner da. Das Haus der Hirschmanns hat über 800 Quadratmeter Wohnfläche und mehr als 20 Zimmer, die auf 3 Etagen aufgeteilt sind. Nicht leicht, seine Liebsten da zu finden. Na, da bist du. Gemüse ist schon da. Können wir schon kochen. Wo ist denn die Mutti? Nähzimmer. Am Nähzimmer? Na gut, ich müsste noch kochen. Komm. Okay. Herr Hirschmann hat seine Gattin Jun Ling vor 14 Jahren im Internet kennengelernt. Er war ursprünglich auf der Suche nach einer chinesischen Frau, die mit ihm gemeinsam Geige spielt. Aus Geige spielen wurde mehr. Und so sind die beiden mittlerweile verheiratet und leben gemeinsam mit den Eltern von Herrn Hirschmann in einem Haus. Mutti. Ja? Kochen. Gemüse ist da. Ja, schön. Immer. Jo. Na ja. Also, wenn es sein muss. Ja, lass das liegen. Kannst du noch einmal machen. Ja, ja. Übrigens, vom Kochen nicht weglaufen, sonst gibt es wieder Brandopfer. Na ja, dann wäre mir das erste Mal gewesen. Brandopfer. So. Gut. Wo ist das Gemüse? Was macht man? Na ja, da steht die Küche. Machen Sie. Heute machen den. Kürbis. Gut. Kürbis. Na super, das wird ja ein gutes Essen. Dann kochen kannst du gut. Na gut, dann machen wir mal weg. Mutti, kannst du so schneiden? Seife schneiden. Ja, ja. Nichts bleibt im Erfinderhaushalt ohne Konsequenz. Nicht einmal das Kochen. Und so überlegt Herr Hirschmann, wie man die Sache mit den Küchenmessern besser machen könnte. Folgendes Problem. Das Gemüsemesser liegt gut in der Hand, schneidet aber nicht besonders. Das dünne Filetiermesser hingegen schneidet gut, liegt aber nicht gut in der Hand. Es muss also eine Mischung aus beiden erfunden werden.
Herr Hirschmann begibt sich also unverzüglich in seine Kreativwerkstatt, um mit der Entwicklung seiner neuen Idee zu beginnen. Wir sind zurück bei Erfinder Tom Schweiger und seiner Freundin Carina. Die beiden sind seit 2014 ein Paar und machen seitdem gemeinsame Sache. Seine Erfindung, das faltbare Mountainbike, hat sich Tom rechtlich schützen lassen. Das Ganze ist zum Patent angemeldet, mittlerweile in 9 europäischen Staaten durch. Und in die USA und Kanada läuft das Prozedere noch. Also ein Patent gibt ja im Prinzip 20 Jahre. Und man hat ja laufende Kosten. Das heißt, du musst, wie es in Europa ist jetzt bei den Patentkosten, zahlst du jährlich pro Land deine Gebühren. Und das sind von 300 bis 2.500 Euro pro Land. Pro Jahr. Pro Jahr. Ja. Und pro Land. Und das sind schon immense Kosten, die da auf einen zukommen. Und wenn eine Rechnung daher flattert und du das nicht zahlst, dann ist das Patent gewesen. Ich glaube, wir sind auf 40.000. Patentkosten. Und Material? Material an sich, weil der Dom am Anfang so gespart hat und all die Rallen zusammengeschnitten hat. Ja. Und als die alten Rohre halt noch neu gebaut hat. Ich glaube, was man dazu braucht. So 120.000, 130.000 Materialkosten. Hätte ich jetzt gesagt. Also insgesamt? Was man rein hätte zu. Ja, das sind wir bei 140.000 bis 160.000 Euro. Bis dato haben Carina und Tom keinen Cent an ihrer Erfindung verdient. Im Gegenteil, das Leben der beiden, ein ständiger Kampf um die eigene Existenz. Wir versuchen halt auch gemeinsam, dass wir das Ganze vorantreiben. Und wir sind gerade auf der Suche nach Patent-Lizenzkäufer für den Mechanismus von dem Ganzen. Und da haben wir natürlich schon sehr enge Zusammenarbeit, der Dom und ich. Ist manchmal auch eine Belastung, oder? Ja, da kracht schon auch. Das gehört schon auch dazu, ja. Natürlich gibt es auch Zukunftsängste, die was immer wieder daherkommen, wo halt dann auf einmal wieder eine Patentrechnung einflattert und man sich denkt, ja scheiße, sind wir jetzt weiter da oder sind wir nicht weiter da? Das Erfinderleben ist kein einfaches und es stellt sich die Frage nach der Motivation und den Beweggründen. Also der Ruhm ist mir jetzt, glaube ich, an der ganzen Sache am wenigsten wichtig. Ich habe lieber Ruhe wie Ruhm. reich werden will ich nicht unbedingt. Ich mache das wirklich gern. Ich mache das aus Leidenschaft. Und wenn das in Zukunft Geld einbringt, dann ist das genau, bin ich genau da, wo ich hin will. Und die ganze Geschichte, der ganze Wahnsinn funktioniert nur, weil ich eine Frau gefunden habe, die das Ganze mitmacht. Das hat voll Spaß gemacht. Ein steiniger Weg auch manchmal. Ja, schon. Bringt man da Opfer? Es gibt dann Punkte, wo man dann irgendwo wieder, wo man dann wieder Termine und so hat. Da wird es dann schon ganz schön, wird es dann schon oft schon eng und man kommt kaum noch zum Schlafen. Man hat irgendwie keine Zeit mehr füreinander. Oh, my star is fading. Dann hat einfach sein Herz am rechten Fleck. Er ist voll ehrlich. Und dir fallen immer wieder neue Sachen ein, neue Lösungen. Zurück in Axbach-Markt in Niederösterreich. Erfinder Michael Hirschmann ist nicht der Erste seiner Familie, durch dessen Adern kreatives Blut fließt. Also, das ist das Lehrzeugnis von meinem Großvater, das war der Konrad Hirschmann, der war Huf- und Wagenschmied. Und na ja, das war um 1910. Ja, und der ist sozusagen das einer meiner Erfindervorfahren. Ich habe Werkzeugmacher gelernt, er war Huf- und Wagenschmied. Und es heißt, der Handwerk hat goldenen Boden. In meinem Fall ist das auch mein goldener Boden. Weil ich mache mir meine Sachen, meine Prototypen und das alles selber. Und aufgrund dessen, dass ich es wirklich von der Pike auf gelernt habe, kann ich irgendwas aus dem Handgelenk einfach rauszaubern. Also Erfinden liegt quasi in der Familie bei Ihnen? Kann man schon so sagen. Bei der Großvater mütterlicherseits, der war auch aktiv, der hat gemalt,
Und er hat die haben in der Nähe von einem Sender gewohnt. Und ihm ist es gelungen, die Strahlung vom Sender einzufangen und so in dieses Gerät reinzuleiten, dass er Glühbirnen aufgleicht hat. Leider existiert das nicht mehr, aber meine Mutter hat es gesehen und hat gesehen, wie das funktioniert. So wie seine Vorfahren scheint Herr Hirschmann mit seinen Erfindungen oftmals seiner Zeit voraus zu sein. Ich bin ein Vordenker und Visionär. Und diese VisoCam ist eins von diesen Ideen. Und die Idee war eigentlich, dass man sich das Ding aufsetzt, geht irgendwo hin, schaut sich alles an. Wenn man ein interessantes Objekt gefunden hat, dann drückt man da drauf, gibt es einen Schnaps, schaut hin, wie sieht das aus, zack. Mhm. Das ist wie die Google-Brille, oder? Ein bisschen. Genau, richtig. Wie die Google-Brille, nur die Google-Brille, die ist, von der Funktion her schon etwas sehr eingeengt. Das ist ja universell. Die VisorCam von Herrn Hirschmann wurde nie produziert, geschweige denn patentiert. Das Problem ist, ich bin ein Kreativer, ein Erfinder und die springen von einer Idee zur nächsten. Also ich bräuchte jemanden, der das dann aufgreift und dann mehr oder weniger Klingelputzen zu den Firmen geht, sagt, hey, schaut ja, was wir da Tolles haben und so weiter und so fort. Das sollte ich vielleicht auch noch üben und lernen. Klingt so ein bisschen nach verkanntem Genie oder... Ja, manchmal kommt es mir so vor. Das da ist eine Idee im Bereich Telekommunikation. Das ist ein Kommunikator für Kreuzschiffreisende. Da können Sie, haben Sie alle Informationen drauf, um alles, was das Schiff betrifft und Events drauf, abrufen können. Schaut aus wie ein Handy, oder? Ja, es war ein Projekt für die Firma Nokia. Was daran so ist, weiß ich nicht. Aber deswegen, das war das damalige Nokia-Design. Also was aus Ihrer Erfindung geworden ist, das wissen Sie gar nicht. Was aus dem geworden ist, weiß ich nicht. Möglicherweise ein Erfolg und Sie wissen es gar nicht. So ist es. Im Übrigen ist die Facebook-Idee, die habe ich eine Zeit lang vorher schon gehabt. Das war im Zusammenhang von diesem Travel Communicator ist die entstanden. Das heißt, das war eigentlich meine Idee. Und da ist darum gegangen, Telefonnetzbetreiber hat so eine Datenbank, da sind alle möglichen Leute drin. Und da muss man natürlich ein spezielles Handy haben. Und jetzt, wenn jetzt jemand irgendwas von Gleichgesinnten, was haben wir, geht in die Datenbank, schaut an, Profile, klickt dann auf eins und dann kriegt er eine Rückmeldung, kann er Nachrichten schreiben etc. Also vor Facebook gab es schon Ihre Idee? Richtig, ja. So ist es. Wisst ihr, was das war? Facebook, aber nicht durch mich. Wir befinden uns in Salzburg, der weltberühmten Kultur- und Musikstadt. Hier lebt ein Österreicher, der den Durchbruch als Erfinder bereits geschafft hat. Rudolf Doppelbauer, früher als Kellner in der gehobenen Gastronomie tätig, serviert heute nur mehr Quietscheentchen. Herr Doppelbauer möchte uns seine Erfindung, die Austrodax, präsentieren und hat eigens dafür zwei attraktive Models engagiert. Ich werde hier in Salzburg eigentlich schon seit Jahren immer wieder als Entenpapa angesprochen. Wenn ich ein Lokal betrete, ja, dann sagt man Hallo Entenpapa. Und ja, es ist herrlich. Herrlich ist auch Herrn Doppelbauers Erfindung. Modell für die Quietscheenten sind österreichische Berühmtheiten wie Kaiserin Sissi, Sigmund Freud, Kaiser Franz Josef und natürlich Mozart. Die Austrodax sind keine gewöhnlichen Plastikenten. Sie werden aus Naturkautschuk hergestellt und von Hand bemalt. Mir ist es sehr wichtig, dass möglichst viele Menschen damit Freude haben. Die Austrodax sind kleinkindgerecht. Eine Quietschente darf maximal 75 Dezibel quietschen, damit ein Kind keinen Gehörschaden bekommen kann. 11 Modelle in 20 verschiedenen Ausführungen werden an Entenliebhaber in die ganze Welt verkauft. Der Preis pro Stück beträgt knapp 10 Euro. Das Besondere an den Austrodax ist, dass sehr viel Liebe dahinter steckt. Im Prinzip habe ich das gemacht, was ein guter Koch macht. Jeder gute Koch kocht nicht für den Gast, sondern kocht für sich selbst. Und ich habe mir eigentlich eine Ente so gemacht, wie ich sie selbst gerne hätte. Wie viele Enten haben Sie zu Hause? Also ich habe privat sicher 150 bis 200 Stück zu Hause. Spielen Sie auch in der Badewanne mit Ihren Enten? Nicht mit meinen Enten, weil ich habe mir vorgenommen, mit Austrodax nicht baden zu gehen. Splash, splash, heute nehme ich ein Bad. Einmal in der Woche, da müsste schon mal sein. Ich zieh mich aus und bin kaum in der Wanne drin. Da klopft es und ich ruf herein. Oh,
Die Nachbarin mit ihrer Schwester kommt durch die Tür. Sie war mit einem Sprung in der Wanne bei mir. Ente gut, alles gut. Splish, splash. In seiner Werkstatt in Axbach-Markt bringt Michael Hirschmann einen ersten Entwurf seiner neuesten Idee, dem Universalmesser, zu Papier. Es wäre nicht seine erste Erfindung. Na ja, das wäre Erfindung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe bei 20 aufgehört zum Zählen. Bringt nichts. Die Ideen sind wichtig, dass sie kommen und kommen und kommen und kommen. Auch Herr Hirschmann Senior kommt, um bei seinem Sohn nach dem Rechten zu sehen. Ja, was machst denn du da? Ja, ich bin beim Kürbisschneiden von der Junling und der Mutti auf die Idee gekommen. Für ein neues Messerdesign oder eine völlig andere Art von Messer. Ja, und das probiere ich gleich aus. Michi, ehrlich gesagt, ich verstehe nicht, wie das funktionieren soll. Naja, schau, also meine Idee war, ich möchte irgendwas machen, damit ich die Daumen ist so ziemlich der stärkste Finger, ja. Damit ich die Kraft des Daumens auf die Klingen bringe. Für den gelernten Werkzeugmacher Michael Hirschmann ist es ein leichtes, die Prototypen seiner Erfindungen selbst zu kreieren. Aus Aluminiumblech wird eine Klinge geschmiedet. Naja, für das normalerweise brauche ich eine Blechschere, die an die, naja, was sagen wir, an die 20.000 Euro kostet. Und ich komme dem auch zurecht. Allerdings, weil du immer schon geschimpft hast, weil ich trainiere, davon kriege ich die Kraft, dass ich mir die Blechschere, die elektrische, sparen kann. Jetzt ja. Weißt du, warum ich trainiere. Herr Hirschmann, haben Sie auch eine erfinderische Ader? Na ja, ich habe ein Rezept erfunden. Okay. Kochrezept. Was war das? Kochrezept, ja. Verraten Sie uns das? Na ja. Ja, unter Geheimhaltung natürlich. Ich schneide Kartoffeln in Scheiben, ich schäle sie nicht, gebe sie in einen Teller, gebe eine kleine Menge Wasser hinein, decke zu und steck sie 20 Minuten in die Mikrowelle. Und dann ist vorher werde ich sie noch mit Salz bestreuen und das ist ein Lieblingsgericht meiner Familie. Gell? Gibt's einen Namen dafür auch? Mikrowellenkartoffel. Weiter geht's an der Bandschleifmaschine. Die Klinge des Prototyps wird zuerst grob und dann fein mit der Hand geschliffen, so wie es sich gehört. Also das ist nur richtige Handwerksarbeit. Lernen die heutigen Lehrlinge, glaube ich, nimmer in dem Ausmaß. Und an der Universität bin ich halt durch meine ausgefeilten Handwerksfähigkeiten schon aufgefallen, wo die anderen stundenlang herumgespielt haben, habe ich das in ein paar Minuten hingelegt gehabt, wie da zum Beispiel. Und dadurch, dass ich trainiere auch noch, habe ich entsprechende Kraft. Zu guter Letzt muss noch ein Griff geformt werden. Hierfür nimmt Herr Hirschmann einen Block aus speziellem Styropor und bearbeitet diesen, bis der Griff und somit der Prototyp seiner neuesten Erfindung fertig ist. Ob ich zufrieden damit bin, das werden wir nachher sehen, wenn wir die Schneidprobe machen. Handlingprobe soweit, okay, aber man weiß nicht. Jetzt stecke ich nochmal da rein und dann warten wir, bis der Lack trocken ist. So. Zurück in der Werkstatt von Tom Schweiger. Der Salzburger hat nicht nur ein faltbares Mountainbike erfunden, sondern arbeitet aktuell an einer Konstruktion, mit der Rollstuhlfahrer in Zukunft paragleiten sollen. Also im Grunde ist es so konstruiert, also der Passagier mit der Gehbehinderung, der wird mit unserer Hilfe da in das Gurtseil gesetzt, ja, wird dann da fixiert. Hinter ihm steht dann der Pilot, der Tandempilot. Und das Gerät an sich ist eigentlich eine Hilfe beim Starten und beim Landen. Diese Erfindung kommt nicht von ungefähr. Mit Paragleiten hat Tom Schweiger bereits seine Erfahrungen gemacht. Also ich bin leidenschaftlicher Paragleiter. Habe dabei mal einen schweren Unfall gehabt. Bin da durch ein Reha-Center in sehr viel in Kontakt mit Menschen mit Behinderung gekommen, die auch teilweise durch schwere Unfälle in die Situation gekommen sind. Und
habe ich da immer wieder gehört, dass die halt vor allem sporttechnisch, dass da viele Grenzen sind. Ja, die können viele Sachen einfach nicht mehr machen. Und deshalb war mir das wirklich ein großes Anliegen, das Projekt. Das Gerät hat offiziell noch keinen Namen. Tom Schweiger nennt es schlicht und einfach den Air Chair. Patentieren will er seine Erfindung nicht lassen. Na, also ein Patent ist bei dem Gerät jetzt nicht angedacht. Das wäre einfach viel, viel zu aufwendig für den Nutzen, der da dahinter steht. Warum machen Sie das dann? Ja. Mir ist wirklich ein Bedürfnis, einfach Grenzen zu verschieben. Nicht nur meine, sondern auch die von anderen. Und das ist unglaublich, wenn man in das Gesicht schaut von Leuten, die halt sowas erleben können, was sie nie erlebt haben. Und vor allem in dem Fall jetzt sind das Sachen, die für viel eigentlich gar nicht in Option, gar keine Option gewesen wären, weil sie glaubt haben, das geht einfach nicht. Ich finde, das ist das Allerschönste, dann das Gesicht von den Leuten zu sehen, wenn sie sowas erleben. Deswegen mache ich das.